Und dann kann man abdrücken. Shit. So, Freunde, würde ich euch mal kurz zeigen. Ich habe jetzt genau nach Anleitung meine alte Pistole gefärbt mit einem Textilfärbemittel. Und ich bin eigentlich vom Ergebnis total überrascht. Es ist besser geworden, wie ich gedacht habe. Eine kleine Fehlstelle war da. Ich vermute, da habe ich nicht ordentlich genug gereinigt, aber das habe ich inzwischen jetzt auch retuschiert. Naja, ich werde jetzt mühsam das Dingelchen wieder zusammenbauen und dann habe ich dann endlich eine schwarze Pistole. Na, ist noch ein bisschen die Farbe feucht. Aber ich würde mal sagen, das sieht noch gut aus. No, bis später. Jo, Freunde, da bin ich wieder. So, zweimal musste ich das Teilchen zusammenbauen. Naja, es ist doch nicht ganz so einfach. Es besteht zwar aus wenigen Teilen, aber naja, hier unten bei der Sicherung klemmt hier ungefähr eine kleine Feder drin, die schiebt immer wieder den Abzugsbügel nach vorn. Die zweite Feder ist hier oben verbaut, genau hier. Wie soll man das beschreiben? Die drückt eine kleine weiße Plastikkugel nach oben. Ups, ich zeige das mal kurz vor. Diese sorgt dafür, dass im Lauf, man sieht es nicht. Ich dachte, man kann reingucken. Nein. Na, jedenfalls ist das ganz lustig und simpel gebaut. Eine kleine Feder schiebt eine weiße Plastemurmel nach oben. Die sorgt dafür, dass die Farbkugel, die hier oben sich im Magazin befindet, bei gespannter Waffe hier durchfällt. Und diese kleine Kugel hindert dann die Farbkugel daran, in dem etwas übermaßigen Lauf nach vorne rauszurollen. Es ist so simpel, naja. Aber, tja, hier hinten steckt doch eine große Feder drin. Hier an dem Ende. Man schiebt immer diesen Stöpsel nach innen. Die Waffe ist gespannt. Eine Kugel aus dem Magazin ist vor dem Lauf geplumpst. Und dann kann man abdrücken. So, habt ihr das gehört, wie laut es bumst? Naja, ist eigentlich eine ganz simple Konstruktion. Na ja, gut, ein Schusstest wird folgen. Ich freue mich jedenfalls, dass die Waffe jetzt schön schwarz ist und nicht mehr so billig plastemäßig aussieht. Das ist richtig eine schöne Optik, muss ich mal so sagen. Vielen Dank mal noch an Reaper, der mich auf die Idee gebracht hat. Naja, dann tschüss, Freunde. Bis bald.